Mann, jetzt. Sonst komme ich da auch nirgendwo hingesprungen. Seilpfeil. Scheiße, nein, oder? Kommen wir da jetzt wirklich nur mit einem Seilpfeil hin? Oh ne, jetzt haben wir auch noch den letzten davon verschossen. Ich dachte gerade, wir hätten einen Seilpfeil. Nein. Scheiße. Ist doch nicht wahr. Wirklich? Wirklich? Oh Mann. Oder? Das sieht doch sehr danach aus. Scheiße. Gehen wir mal gerade nochmal hoch, um uns davon zu vergewissern, dass es wirklich ein Seilpfeil ist, aber ich weiß es, glaube ich, schon jetzt. Scheiße. Und wo kriegen wir einen Seilpfeil her? Wo war der Seilpfeil gedönst? Da. Ein Feuerpfeil, Wasserpfeil. Ach, scheiße. Da unten kommen wir raus. Warte, wenn wir hier irgendwo in ein Haus reinkommen. Dann können wir da drüben raus. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen Risiko gehen. Die Aalbeißer waren mal wer. Die neuen Jungs kannst du in der Pfeife rauchen. Ich friere. Du frierst? Lass mich dich wärmen, Schatzi. Mir knurrt der Magen. Lass mich deinen Magen füllen. Ein wenig Prügel. Schneller. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo eine Wache in der Nähe ist. Scheiße, dann haben wir wieder alle unsere Pfeile verschossen umsonst, weil ich dachte, ich bin verzweifelt. So, hier waren wir. Kann man doch hier rein und dann... Das ist ein Fenster zu früh. Hier muss es irgendwo hineingeben. Da drüben ist doch Licht, da in den Häusern. Da kann man irgendwie reinklettern. Scheiße. Nein, das bringt auch nichts. So, okay, warte, jetzt nochmal kurz zur Lage. Da sind zwei Fenster, die müssten theoretisch hier irgendwo anfangen. Sag mir nicht, dass das wahr ist. Sorry, Leute, ich bin manchmal sowas von blind. Ah, dafür gibt es hier wenigstens noch einen Füller. Ein paar Kerzen. Ja, super. Können wir da springen?
Scheiße. Ja, Seilpfeile. Wo kann man denn einkaufen? Ah, Leute, ich werde an dieser Stelle kurz die Aufnahme pausieren, googeln, wo man das Ganze kaufen kann und dann wieder einsteigen. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück bei Thief. Yeah. Wir statten uns erstmal aus. Wir haben ihn gefunden, nämlich das Haus der Sirenen. Ihr erinnert euch sicherlich, oder? Da war der drin. Da sind wir gerade rein. Und statten uns erstmal gewaltig aus. Mit Seilpfeilen natürlich auch. Auch mit stumpfen Pfeilen kann nie schaden. Wohin sonst mit unserem Geld? Leuchtbomben, warum nicht? Und auch mit Mohn natürlich. Und mit Nahrung. Ressourcen verkaufen, nein. Werkzeug-Upgrades kaufen. Schraubenschlüssel. Ja, ich möchte diesen Kauf wirklich tätigen. Eine Rasierklinge. Werkzeug zum Entfernen von Gemälden aus ihrem Rahmen. Drahtschneider. Glücksmünze. Die könnte, denke ich, noch ganz hilfreich sein. Der nette Drahtschneider. So, und jetzt haben wir uns einmal komplett eingedeckt. Und nun verlassen wir das Versteck der Sirenen. Hast du was gegessen? Nein, nein. Hinaus. So. Elden und ich hungern abweg. Ne? Jetzt geht das Ganze dann auch. Ob das Ganze jetzt für euch so lustig war, weiß ich nicht. Ich fand's irgendwie ironisch. So, jetzt sind wir hier oben. Man kann auch unten reingehen. Ich laufe einfach mal gerade, weil hier ist eh alles tot ja eigentlich. Was uns irgendwie erschrecken könnte. Ich hoffe auf jeden Fall, dass hier alles tot ist. Nicht. Okay. Und ich habe mir geschworen, nun sorgfältiger mit den Pfeilen umzugehen natürlich. Da wir uns gerade ausgestattet haben. So. Natürlich kommt die Wache da vorne dann, wenn wir sie nicht gebrauchen können. Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Das wünschte ich mir auch manchmal. Er geht wieder, okay. Zeit für uns an die Leiter zu springen. Hinaufzuklettern und unseren Weg fortzusetzen. So, jetzt sind wir wieder hier. Dann sind wir hier. Springen wir wieder hinunter. Gehen wieder hier lang. Klettern wieder hier hoch. Klettern wieder hier hinüber. Springen hier hinauf. Klettern hier hinauf. Lassen hier schon mal ein Seil fallen. Und gehen dann hier hinein. Hier ging es doch, oder? Hier war das doch. Ja, hier war es. So, perfekt. Jetzt springen wir in das Seil, klettern noch ein bisschen hinunter. Springen wieder hinein. Ah, hier gibt es noch mal ein bisschen was zum Klauen. Eine nette Schublade, wo nichts drin ist. Okay, so, einen Schrank. Oh, da liebt aber einer Wein. Warum nehmen wir nicht einen Wein mit? Den kann man auch gut verticken. Oder der Wein und der Rum ist einfach nur dazu da, um die Kunden etwas ausgelassener zu machen. Das ist jetzt ein Witz, oder? Warum springe ich an diesen Scheißseilen eigentlich immer vorbei? Das ist echt unglaublich. Das nervt mich jetzt langsam einfach nur noch.
No, jetzt sind wir wieder im Haus der Sirenen, ey. Da kann ich jetzt gar nicht. Da komme ich jetzt gar nicht drauf klar. Hab jetzt echt keinen Bock mehr drauf. Oh. Ups. Was tut weh? Was tut weh? So, du hast mich nicht gesehen. Da ist der Fackelträger. Er läuft wieder zurück. Kein Vergnügen. Und wir hauen nach oben ab. So. Klettern hier hindurch. Sind wieder hier drüben. Klettern dann hier hinunter. Bringen hier hinunter. Klettern wieder hier hoch. Klettern wieder hier drüber. Klettern wieder hier hoch. Gelangen wieder hier hin. Klettern wieder hier hoch. Klettern wieder hier hoch. Gehen wieder hier hinein. Zum x-ten Mal. Löschen das Licht. Räumen die Schublade aus. Vergessen natürlich den Füller nicht, der hier noch hinterm Bett liegt, den wir gerade eben vergessen haben. Klettern hier hinaus. Und schießen einen Seilpfeil. Zack. Springen dran. Klettern runter. Nehmen natürlich wieder das Haus mit. Wer lässt sich schon gerne was entgehen? So, diesmal wissen wir auch, wo was ist. Hier ist nichts mehr. Im Schrank war auch nichts, aber hier unten war noch was. Ach doch, im Schrank war eine Schere drin, genau. Da unten, ja, zack. Ah ne, ein Messer war da drin, gar keine Schere. So, ist ja auch egal. So, okay, dieses Mal ist es gut gegangen. Ich will das jetzt eigentlich nicht machen. Das ist nicht wahr. Wie kommen wir denn jetzt da hin? Wenn nicht so, wie denn dann bitte? So, ich bin jetzt einfach unvorsichtig, habe ich keinen Bock mehr, hier die ganze Zeit vorsichtig rumzurennen. Ist mir langsam echt zu blöd. Ich das jetzt schon zum x-ten Mal spiele, ey, ist echt unglaublich. So. Wo ist hier halt? Jetzt sind wir mal einmal kurz aufmerksam. Hier ist ein Ding, das aber nur bis da geht. Es gab doch irgendwo noch so ein zweites Teil, oder? Wie kommen wir darüber? Wie? Da ist ein Seil. Vielleicht können wir ja auch aus dem Haus rausgehen. Nee, können wir... Es muss doch eine Tür haben, oder? Ja, lassen wir uns mal überraschen. Hinauf. Nein, vergessen natürlich nicht, das Licht zu löschen. Die Schublade war leer, der Füller lag hier. Seilpfeil. Spannen, zielen, schießen. Springen. Hinunterklettern. Die hat so Reichtümer, darum darf ich eigentlich gar nicht, darf ich nicht versäumen. Sonst hätte ich jetzt einfach stehen lassen, aber nein, wir wollen ja alles mitnehmen. Schere, hier ist immer noch leer. Ein Messer. Na super, dann räum mal erst die Gabel leer, dann nimm das Messer mit. Mach den Schrank wieder zu. So. Halt. Ich wollte gucken, ob die eine Tür hat. Die hat doch sicher eine Tür. Kommen wir da raus? Nein,
Scheiße. Ätzend. Ich sage nur ätzend.